Hallo, guten Tag und Dobar Dan, hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Gleich gibt es wieder eine Runde The Finals. Bevor wir ins Gameplay reinstarten, lasst uns aber einmal kurz über ein Problem sprechen, was in der Finals-Community derzeit heftig diskutiert wird, nämlich das Problem der Cheater. Es scheint so, dass auf dem PC eine Menge Cheater unterwegs sind in dem Spiel. Und das ist eigentlich keine Überraschung, denn immer da, wo Online-Multiplayer ist, da gibt es auch Cheater. Und lasst mich eine Sache einmal hier klipp und klar sagen. Ich habe noch nie gecheatet. Ich schwöre, ich werde nie cheaten. Und ich verabscheue alle, die das machen. Aber trotzdem weiß ich natürlich auch, dass es auf PlayStation und auf Konsolen möglich ist zu cheaten. Trotzdem ist es da nicht so einfach. Und die meisten, die cheaten, sind auf dem PC unterwegs. Und deswegen habe ich mir schon ganz am Anfang überlegt, schon in der Beta, habe ich mir überlegt, dass ich all diese Cheater quasi von meinem Spiel aussperre. Und das ist jetzt kein großer Trick oder so, das kann jeder machen. Einfach in den Optionen vom Spiel plattformübergreifendes Spiel ausschalten. Dann spielt man zwar nur noch auf seiner Konsole in Lobbys mit anderen, die auch nur auf der PlayStation spielen. Und somit spiele ich halt nicht und kann nicht gegen Xbox-Leute spielen und auch nicht gegen Leute auf dem PC. Aber das ist ja genau das, was ich möchte. Und sind wir mal ehrlich, PlayStation ist sowieso das Coolste. Und so bleiben zumindest die meisten Cheater draußen, zumindest bei mir. Wie seht ihr das und wie habt ihr das gemacht? Habt ihr auch Crossplay deaktiviert oder sagt ihr euch, nee, ich möchte gerne gegen die anderen von der anderen Konsole und auch von dem PC gerne gegen die Leute spielen und habt deswegen Crossplay an? Würde mich mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist und wie ihr das so handhabt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und jetzt gibt es das Gameplay und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euch alles Gute und jetzt let's go! Da sind wir wieder. Startet ja relativ ruhig. Das wird nicht lange so bleiben. Oben auf dem Dach. Ah ja. Wo ist der Hände Unsichtbare? Einfach verschwunden. Aber bisher habe ich noch nicht viel gemacht, außer verwirrt hier rumrennen und so ein bisschen. Oh. Schade. Bisher hat aber auch noch niemand Geld eingezahlt, was nicht für uns spricht, aber eben auch noch nicht aussagt, dass wir hier jetzt chancenlos sind. Hm, den holen wir uns noch, den Cash, den Coin. Was ist denn der Dude? Hm. Okay. Rot hat 21.000 hingebracht. Die verdammten Roten.
Aha, was war das denn für ein netter Kill, Alter? So. Oh. Schnell weg. Der Kanister ging gleich hoch. Boom. Wir haben 5000. Oh nein, hier ist ein Automat. Schön. Und weg hier. Boing. Oh, die packen wir direkt nochmal drauf. Boah, die habe ich noch eingezahlt, bevor ich hier explodiert bin. Wow, 19.000. Wir sind Platz 2 und es hat sich gelohnt. Er hat gut Rückendeckung gegeben hier aus der Ecke. Okay. 6.000 hat der Kollege auch schon da wieder auf Tasche. Oh, no, 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 no. Wo kommen die denn jetzt her? So geil, die Leute zu verarschen, macht so einen Spaß. Zack. Und gekillt, Alter. Was geht ab? So muss es laufen. Okay. Mann, ich will nicht auf das Dach, ich will hier. Oh Mann, knapp, knapp, knapp. Aber wir sind mit 26.000 auf Platz 1. Herrlich. Ah, danke, sauber. Weiterladen. Danke. Alter, alleine gegen ein Team ist natürlich auch schwer, schwer machbar, aber... wieder ein Unsichtbarer hat mich versucht zu betäuben, glaube ich. Ah ja. Hier. Oh mein Gott. Ich habe 19.000 auf der Bank und der Automat ist hier und wir... Komm schon, komm schon, komm schon. Das ist der Sieg, wenn ich es jetzt schaffe. Yes! Sauber. Wilde Runde, ey. Ganz wilde Runde auf meiner Lieblingsmap Monaco. Hat aber richtig Spaß gemacht. Wir haben alle gut zusammen Geld zur Bank gebracht. Das hat gut funktioniert.